Klimaschutz geht uns alle an. Um diese Worte nicht nur als leere Worthülsen fallen zu lassen, hat sich der Kreis Recklinghausen entschieden, Klimaschutz in den Köpfen der BürgerInnen zu verfestigen. Im Jahr 2020 sollte die erste Konferenz stattfinden, Corona-bedingt musste diese aber abgesagt werden. In diesem Jahr aber findet die erste festische Klimakonferenz am 15. Juni digital statt. Wir sind sehr froh, dass wir Gastgeber sind der ersten festischen Klimakonferenz hier in der Stadt Gladbeck. Das ist eine Kooperation mit dem Kreis Recklinghausen. Das Ganze war schon im letzten Jahr geplant, weil die Stadt Gladbeck hat im Jahr 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Und wir sind natürlich sehr interessiert, das Thema auch weiterhin ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und alle Akteure mit an den Tisch zu holen. Dieses Jahr wollen wir das ganz, ganz fest am 15.06. machen. Bieten das natürlich über verschiedene Foren an, mit Videokonferenzen. Aber ich habe so ein ganz klein wenig die Hoffnung, dass es bis dahin so gut ist, dass wir zumindest partiell sogar hier auch vor Ort sein können. Muss man halt mal abwarten, wie dann die Regelungen sind. Wichtig ist jedenfalls, da haben Sie völlig recht, dass wir uns weiterhin mit dem Klima beschäftigen. Das ist unser Auftrag und dem wollen wir auch nachkommen. Im Vorfeld der Konferenz fand in Gladbeck eine Baumpflanzaktion statt. Damit wird die Klimakonferenz quasi klimaneutral durchgeführt. Anfallende Emissionen werden durch diese Aktion kompensiert und abgearbeitet. Ja, es hat nichts mit Abarbeiten zu tun, sondern üblicherweise ist ja so, wenn man so etwas veranstaltet, dass es auch im Vorfeld Giveaways gibt und ähnliche Dinge. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass man das auch anders machen kann mit den beiden Linden, mit der 30 Meter Hecke, die hier in der Nähe der Feuerwehr gepflanzt werden soll, mit einem Insektenhotel. Und wir wollen diese Konferenz nicht nur dringend ausrichten wegen des Klimas, sondern wir wollen sie auch klimaneutral halten. Die Idee finde ich besonders hervorragend, muss ich sagen. Dass gesagt wurde, all das, was wir jetzt planen im Rahmen dieser Konferenz, dieser Veranstaltung, wird im Anschluss ausgeglichen. Also da wird ein Beitrag geleistet zur Klimaneutralität und das haben wir heute schon getan. Landrat Bodo Klimpel und ich haben heute bereits zwei Bäume hier eingepflanzt und wir werden noch mehrere Maßnahmen dann vornehmen, ja, um einen Ausgleich zu schaffen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Der Klimawandel betrifft jeden und jeder muss etwas dafür tun. Es gibt ja mittlerweile kaum einen mehr, der den Klimawandel verleugnet. Und da müssen natürlich alle staatlichen Ebenen mitziehen. Nicht nur Europa, Bund, Land, sondern halt auch die Kommunen und Kreise. Und im Festischen Klimapakt hat sich der Kreis Recklinghausen ja auch dazu eindeutig bekannt. Und wir wollen natürlich, dass die Klimaziele nicht nur schöne Worte sind, sondern dass sie auch tatsächlich erreicht werden. Und da wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, wir haben gerade hier in Gladbeck noch in der letzten Woche ein ganzes Maßnahmenpaket verabschiedet. Das nennt sich hier bei uns Klima Gladbeck Goes Green. Da sind viele Pakete oder Maßnahmen dabei. Und es geht darum, dass wir ganz viele Menschen hier in der Stadt, im Kreis aktivieren, motivieren, mitzuhelfen, dass jeder auch ins Bewusstsein bekommt, wir können alle unseren Beitrag leisten. Und ich glaube, das wird das herausforderndste Thema, das jetzt vor uns liegt und das wir hier alle nur gemeinsam anpacken können. Ja, wir haben ja in der Tat auch durch Corona einige Fortschritte, so blöd sich das auch anhört, erzielt. Aber das darf uns natürlich nicht zufriedenstellen. Wir müssen auch bei der Mobilität einiges verändern. Wir müssen gucken, dass viel weniger die Leute auf ihre Autos angewiesen sind. Wir wollen auch den ÖPNV stärken. Wir wollen uns ja auch auf dem Gebiet des Wasserstoffes weiterentwickeln, wollen Wasserstoffbusse auch mit auf die Straße bringen und ähnliche Dinge. Also wir machen da schon einiges. Wir werden insgesamt 4,8 Millionen Euro jetzt in den Klimaschutz in diesem Jahr investieren. Und ich glaube, da ist jeder Euro gut investiertes Geld.